Moin, ich bin Gambitspieler und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play Schach. Diesmal mindestens eine Blitzpartie. Und mein Gegner ist favorisiert, aber okay. Gegen einen Franzosen, Abtausvariante, soll er erstmal gewinnen. Wie heißt es schön? Abtausvariante am Franzosen ist immer Remis. Nein, das ist nur bei ungleichfarbigen Läufern eigentlich der Fall. Ja, wir spielen alles noch pure Theorie. Erstmal den Läufer entwickeln und jetzt spiele ich C4. Ich will jetzt doch ein bisschen weg von dem symmetrischen Aufbau. Nehmen wir den raus. Ja, ich vertreibe erstmal den Läufer, der nervt. Der Läufer nervt auf jeden Fall. Läufer H5, G4, Läufer G6 wäre eine Option. Dann reißen wir das hier erstmal weg. Nimmt er so. Ich nehme den Bauern, nimmt den Bauern wieder. Ich komme zu Springer C3. Gut, er kommt auch zu Springer C3 und ich darf den nicht nehmen. Das ist dumm. Ich müsste natürlich erstmal raus, also auch den. Der passt doch nicht rein. Der passt doch gar nicht rein. Was könnte kommen? Also den Zug verstehe ich überhaupt nicht, weil jetzt kommt doch nach Dame B3 meine Befragung auf B7. Gleichzeitig befrage ich D5, weil ich den Springer nehmen kann. Der Springer kann nicht nach E4. Also Dame A5 ist, passt gar nicht in die Stellung rein. Weil er hat wahrscheinlich gesehen hier, oh, Fesselung, fällt der, aber das ist nicht richtig. Weil die Partie geht dadurch verloren. Er hat hier einen Abzug. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja. Jetzt verstehe ich, worauf es hinausläuft. Ach, ich kann auch einfach B7 nehmen. Manchmal bin ich, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man kann auch einfach B7 nehmen. Hoffe ich zumindest. Dann spiele ich A3. Wie lange ist es mit der Zeit? Da habe ich mal wieder weniger Zeit, wie immer. Dann befragen wir den Turm. Den Bauernspringer. Dame C6. Funktioniert. Weil ich. Ich greife jetzt zwei Läufer an. Zwei Figuren meine ich an. Zwei Läufer hat er ja nicht mehr. Läufer und Springer. Was will er jetzt machen? Den. Oh, Glück gehabt, dass der noch geht. Zum Glück geht der noch. Da bin ich richtig froh. Aber es stimmt wirklich. Also bin ich richtig froh, dass noch Dame A4 geht im Notfall. Oh Mann. Aber ich habe insgesamt einen Bauern gewonnen. Und alles nur, weil er halt in meinen Augen Dame A4 gespielt hat, was da überhaupt nicht reinpasst in die Stellung. Und Turm C6 hilft auch nicht. Jetzt ist der Springer endgültig weg. Er findet immer noch was, oder? Ja, natürlich findet er was. Springer schlägt. Bauer schlägt, ist klar. Mist. Ich krieg für den Bauern wieder. Muss ich den Bauern wirklich geben? Ich greife einfach mal spaßenshalber den Bauern da an, den Turm an. Auf C6. Turm C5, Springer Dora 2. Ach, er kann ja flüchten. Er kann ja flüchten über D4. Ja, wenn er eine Ruhe will, kommt jetzt erstmal Springer E4. Ey, komm, wenn du mir Figuren klauen willst, ich kann sie auch klauen. Ah, Generalabtausch. Jetzt mache ich einfach mal ganz simpel einen Generalabtausch.
Und ich habe am Ende nur einen ganzen Bo. Gut, ich habe doch mehr. Das war schlecht. Erst den Power. Ach ja, er muss ja den erst nehmen. Von wegen Generalabtausch. Ich hätte den Läufer erst nehmen müssen. Jo, Rückspiel nehme ich gerne. Ja, gut, das war dann. Knapp, aber gewonnen. Ja, wie gesagt, ich denke, da mal 5 war der entscheidende Fehler, der mich einen Vorteil gebracht hat. Jo, danke, danke. Ich hätte jetzt gerne, wirklich gerne E4 gehabt, aber okay. Oh. Wenn du schon auf D4 spielst, kannst du auch Drolgon mitspielen. Oder zumindest drauf eingehen. Na gut, kenne ich ja. Spielt ja kein Schwein. Spielt ja so gut wie keiner, geht auf Drolgon mit ein. Das ist richtig traurig. Na gut, was kommt? Rausnehmen? Ist schlecht, aber ich mag es trotzdem nicht, wenn das kommt. Weil man fliegt dann aus seinem System raus. Aber ich sollte nicht so viel verraten. Geht rein. So, jetzt müsste ich doch mal langsam nehmen. Weil zu lange darf ich den auch nicht stehen lassen. Erfahrungswerte. Na komm. So, wie sieht's aus? Ich stehe jetzt solide auf Remis. Ich klammer jetzt erstmal mit Schwarz für ein Remis und mit Weiß gewinne ich. Typischer Plan. Weiß gewinnt, Schwarz Remis. Also er mag es wohl mit Dame, mit dem Damenausfall. Er hat auch schon mal einen Franzosen nicht hingehauen. Ah, man sollte auch die Dame nicht doppelt klicken. So, jetzt habe ich auf jeden Fall die D-Linie. Oder auch nicht. Ich habe übersehen, dass Läufer E3 kommen kann. Läufer E3 ist wirklich ein bisschen unangenehm, gebe ich zu. Ah, obwohl. Ja, gut. Wenn es dich glücklich macht, kriegst du halt die A-Linie. Obwohl, jetzt habe ich ja wirklich ein Problem, weil jetzt kann er mit Läufer E3. Gut, wenn er nicht möchte, ich nutze gerne die offene Linie. Ich denke mal, Läufer E3 und dann auf B6 den Läufer postieren stärker. Oh, nee, jetzt hätte ich ja fast hier eben die doppelte Linie gegeben, freiwillig. Das muss man ja echt nicht haben. Befragen wir mal den Läufer. Ja gut, freiwillig. Ja, dann krieg ich die sowieso. Ah gut, er hat die offene Linie. Er kommt jetzt auch rein, leider, leider, leider. Und das war auch Blödsinn von mir. Ja, ich gebe es ja zu, dass es Blödsinn war. Ja, jetzt kommt er doch auf das Feld, wo ich ihn früher erwartet hätte. Ja, gut, was spielen wir denn jetzt? Oder wie komme ich da jetzt weiter? Wie sieht es mit der Zeit aus? Da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Das ist auch Seltenheitswert. Aha, ist mir klar, was du willst. Das will ich aber nicht. Das will ich wirklich nicht, aber hä? Wie verhindere ich das? Ja, wie verhindere ich das jetzt? Das ist blöd. Den kann ich auch nicht spielen, den kann ich auch nicht spielen. Irgendwie kann ich gar nicht spielen. Jetzt stehe ich ja richtig breit. Ja gut, ich muss den Bauern geben. Spielt der Springer C5, ich läufe F7. Jetzt geht auch nochmal auf Nummer sicher. Komm, da befragen wir den Turm. Den will ich da nicht haben. Ja. Hi nun. Komm, ich führe mich. Ja, jetzt will er doch nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, gut, das war klar, dass der kommt. Achso, das Problem ist, er kriegt ja auch noch den. Oder auch den. Er kriegt ja alles. Das ist ja blöd. Nein, kriegt er nicht. Gegenteil.
habe ich wieder Gegenspiel. Zu meinem Glück. Aber jetzt kann er den einfach mit C4 abdecken. Obwohl, Läufer C3. Oder auch einfach den Zug. Ja, der geht auch. Das ist natürlich. Ist ein Argument. Der Zug ist ein Argument. Jetzt nimmt er mit dem Läufer zurück. Ja, gut. What do you want? Wie heißt es denn? Was willst du? Wohin soll die Reise gehen? War das jetzt einfach nur Tempo? Ging es hier wirklich nur um Tempi? Das glaube ich nicht. Es kann doch nicht nur um Tempi gegangen sein. Ging es auch nicht. Er kann jetzt mit einem Springer B7 das abdecken. Obwohl, das kann ich mit Läufer C8 auch befragen. Wobei, jetzt kommt natürlich Turm D8. Oh. Ich bin manchmal auch blind. Oder besser gesagt, ich spiele manchmal echt zu schnell. Und trotzdem habe ich weniger Zeit. Turm D8. Kommt. Andererseits, ich krieg zwei Figuren. Ich krieg zwei Figuren. Das ist spielbar. Na gut, er hat dafür ein paar Bauern. Dafür hat er aber auch ein paar Bauer. Bauerchen. Die, mir nicht gerade zusagen. Gut, befragen wir mal die Bauern von ihm. Was haben wir denn noch Schönes? Springer zurück ist kritisch wegen Turm B7. Springer G7 dürfte hinhauen. Jetzt kann ich nämlich Läufer F6 ohne Probleme spielen. Und dann spiele ich Springer E6 und meine Zeit ist deutlich schlechter. Kann ich den. Ich befrage den Bauern auf E2. Dann befrag. Gehe ich erstmal nach B3. Und befrag einfach mal den C4-Bauern. In der Hoffnung, er sieht es nicht. Er hat es aber leider gesehen. Komm, das sieht doch gut aus, Läufer. Oh, ich muss aufpassen. Mann, Füßenschach. Dahin. Ja, er sieht leider, dass er einfach laufen braucht, laufen muss. Okay, dann befrage ich jetzt den Bauern. Habe ich eine Qualle weniger? Muss ich jetzt eingestehen. Die Bauern waren zu stark. Ach man, er lässt mir auch keine Chance, das ist böse. Zeit, komm. Ja, ich spekuliere auf Zeit, klar. Ich habe deutlich schlechtere Zeit, aber ich spekuliere auf Zeit. Ja, gut. Ist eine ganze Qualität. Oh Mann, ich sollte auch den Läufer drücken. Dadurch verliere ich die Zeit, weil ich einfach nicht richtig drücke. Naja, gut. Ich sag einfach mal Glückwunsch. So, und ich hoffe, ihr hattet Spaß an den Partien. Euer Gambit-Spieler.